Auf vielfachen Wunsch gibt es heute mal ein ganzes Hähnchen aus der heißen Fritteuse und dann klären wir auch alle anderen Fragen rund um die heiße Fritteuse. Viele fragen sich ja immer, wie bekommt man ein Hähnchen besonders saftig und besonders knusprig? Das ist eigentlich ganz einfach. Ich habe mir das damals schon in Bayern und in Österreich bei diesen Brathändelständen abgeguckt. Die machen auch kein Hexenwerk. Das heißt, die pinseln das Ding einfach nur stumpf mit Öl ein. In diesem Fall ist es Rapsöl aus so einer Quetschflasche. Nehmen einen Backpinsel und danach machen die einfach Brathähnchengewürz drüber. Und wie gut, dass der Onkel Pommesmann auch ein eigenes Brathähnchengewürz hat. Denn das mache ich jetzt auch da drüber. Dazu habe ich dann halt eben keine ölige Marinade, sondern habe dann, ja, wenn man so will, eine Trockenmarinade, so im gewissen Sinne. Und aber ich habe, wie gesagt, die besten Erfahrungen damit gemacht, das einfach so da hinterher drüber zu streuen und nicht erst mit Öl zu vermischen, weil das diesen Knusperfaktor macht. Ja, ganz einfach kein Hexenwerk. Wie ihr gesehen habt, habe ich jetzt 180 Grad und 20 Minuten eingestellt. Das Programm Chicken, weiß ich gar nicht, wie das jetzt bei dem hier ist, ob das für Hähnchen Schenkel oder ganze Hähnchen ist. Ich mache es im Backofen aber auch immer bei 180 Grad und dauert dann immer so 30, 40 Minuten. Deswegen mache ich jetzt nochmal 180 Grad, 20 Minuten und dann schauen wir mal nach. Und während der Adler jetzt da in der heißen Fritteuse so schön vor sich hin brutzelt, kümmern wir uns mal um die anderen Fragen alle. Grundsätzlich erstmal, eine heiße Fritteuse ist nichts anderes wie ein Umluftbackofen. Genauso wie dieses Ding hier. Das heißt also, alles, was du in einem normalen Umluftbackofen machen kannst, kannst du auch in einer Heißluftfritteuse machen. Und jetzt höre ich schon wieder förmlich die Kommentare schreiben, von wegen, jetzt hast du ja noch ein Gerät, was deine Arbeitsplatte vollstellt. Ja, Komma aber. Man muss das auch mal von einer ganz anderen Warte oder Seite her sehen. Man muss wahrscheinlich so ein bisschen out of the box denken. Stellt euch mal folgendes Szenario vor. Ihr seid ein Single-Haushalt oder ein Pärchen oder ihr habt maximal ein Kind. Also ihr seid maximal drei Personen im Haushalt. Dann kann man nämlich etwas ganz Geiles machen, was man in den meisten Küchen nämlich nicht machen kann und was die meisten auch gar nicht auf dem Schirm haben. Also folgendermaßen. Ich habe hier eine relativ kleine Küche. Und dieses hier, also von da bis da, ist meine Arbeitsfläche. Mehr habe ich gar nicht. Denn hier kommt ja schon der ganz normale Herd. Und hier ist eigentlich auch nur Ablagefläche mit so ein bisschen Arbeitsfläche noch. Was wäre aber, wenn man eine Drei-Personen-Haushalt maximal hat, man würde sich diesen Herd hier komplett sparen. Also sprich den Backofen sparen und auch die Herdplatte. Was würde dann passieren? Ganz einfach, du erhältst 60 cm mehr Arbeitsfläche und das ist in der kleinen Küche schon sehr, sehr viel. Und wenn man keinen Backofen hat, also keinen herkömmlichen Backofen, dann hat man sogar noch ein Schränkchen mehr. Also auch ein Schrank von 60 cm Breite, den man auch noch nutzen kann. Und jetzt lese ich schon wieder die nächsten Kommentare von wegen, ja, wie machst du das denn da mit den Herdplatten? Und das ist, glaube ich, das, was die meisten gar nicht auf dem Schirm haben. Es gibt nämlich bei Amazon auch, verlinke ich mal in der Infobox da so ein paar Dinger von, es gibt auf Tisch Ceran und auch auf Tisch Induktionskochfelder. Das heißt, dass man hat eine Zweierplatte, komme ich gleich zu, eine Zweierkochfeldplatte, die man sich hinstellen kann, wo man will. Das heißt, du kannst sie sogar im Badezimmer auf dem Klodeckel kannst du sogar kochen. Die Dinger sind sowas von geil, weil du in den meisten Fällen, wie gesagt, ich spreche hier davon, wir haben ja auch zwei Kinder gehabt und die sind jetzt mittlerweile erwachsen und ausgezogen. Das heißt, ich kenne das auch, wenn man vier Personen Haushalt hat. Wir haben hier vier Kochfelder auf diesem normalen Herd. Wir haben diese vier, wenn es hochkommt, vielleicht einmal im Jahr benutzt. Komma aber, in den meisten Fällen braucht man sowieso nur zwei Kochfelder. Das heißt, man kommt da locker weit hin. Maximal vielleicht drei oder so, wenn man mal ausschweifende Menüs kocht oder so. Das kann man auch umgehen. Das, wie gesagt, das muss man einfach nur mal umrechnen. Denn so eine zwei Kochfelder Ceran Induktions Kochfeldplatte, die kosten so 179 Euro ungefähr. Und selbst wenn du dir davon zwei Stück von kaufst, dann bist du bei 350 Euro ungefähr. Plus eine Heißfritteuse von 180 Euro nochmal drauf. Ihr seht selber, man landet irgendwo bei 500, 600 Euro. Und dann hat man so Induktion und hat einen coolen Umluft-Backofen, Heißluftfritteuse. Und wenn man das vergleicht mit einem normalen Induktionskochfeld mitten im Backofen, ist man roundabout bei 1000. Das heißt, man würde auf der einen Seite Geld sparen, auf der anderen Seite würde man richtig viel Platz sparen, weil man viel Platz noch gewinnt, weil man ja gar keinen Backofen oder einen Herd erst einbauen kann. Und man hat auch den Vorteil, dass man diese Herzplatten dann halt hinstellen kann, wo man will. Und wenn man sie nicht braucht, kann man sie einfach wieder runterräumen. Ich glaube, ich würde auch, wenn dieser Herd hier kaputt geht, würde ich auch eine neue Arbeitsplatte besorgen und würde gar keinen Backofen mehr machen, weil wir sind nur noch zu zweit plus kleinen Pommeshund.
brauchen wir das einfach nicht mehr. Sagt, man muss einfach nur mal ein bisschen anders denken. Anderer Kommentar war noch, was der Stromverbrauch betrifft, habe ich mich auch nochmal eingelesen. Wie gesagt, wir reden hier von Roundabout-Werten, weil jeder Backofen und jeder Heißluftfritteuse auch immer ein bisschen anders ist. In diesem Fall ist es so, dass diese Heißluftfritteuse irgendwie 1700 Watt verbraucht, ein Backofen im Durchschnitt auch so ungefähr 1700 bis 2000 Watt. Das heißt, stromtechnisch bleibt das gleich. Das heißt, da hat man keinen großartigen Vorteil. Auch hier wieder, aber ich habe eine viel kleinere Fläche, die ich aufheizen muss. Das heißt, wenn ich einen normalen Backofen aufheizen muss auf 180 Grad, dann brauche ich so 10 Minuten. Ich habe es jetzt nicht ganz gemessen. Wenn ich eine Heißluftfritteuse aufheizen will, dann brauche ich maximal 2-3 Minuten. Gehen wir mal vom schlechtesten Wert aus und wir bräuchten jetzt 5 Minuten. Einfach nur, um das im Kopf zu rechnen. Wenn wir jetzt zum Beispiel davon ausgehen, dass wir einmal die Woche etwas in einem Backofen machen, egal ob Heißluftfritteuse oder Umluftbackofen, und das Jahr hat bekanntlich 52 Wochen, auch hier rechnen wir wieder mit gerundeten Werten, und zwar mit 50 Wochen. Das heißt, ich würde also 5 Minuten gewinnen gegenüber einem normalen Umluftbackofen, das dann mal 50, 5 mal 5, ne? 25, also würde ich 250 Minuten im Jahr an Strom sparen. Auch noch, weil ich diese ganze Aufheizzeit ja gar nicht habe. Das ist jetzt auch noch eigentlich fast zu vernachlässigen, weil 250 Minuten Aufheizzeit, also stromtechnisch und auch geldmäßig, macht das nicht wirklich viel aus. Aber auch hier wieder ein anderer Vorteil, den man über diesen ganzen normalen Backofen hat. Man hat ja hier diese ganzen Einzelteile, die man in die Spülmaschine schmeißen kann. Und wenn man ein Hähnchen im Backofen macht, und ich mache das eigentlich immer sehr ungern im Umluftbackofen, weil das immer eine Riesensauerei ist. Hier habe ich einen Vorteil, ich kann einfach das Gitter oder auch die Schublade einfach in die Spülmaschine schmeißen. Und habe natürlich vom Reinigungsaufwand her, keine Ahnung, ein paar Minuten nur, während ihr kennt es. Wenn man einen Backofen sauber machen will, wie sieht euer Backofen gerade aus? Na, ist der denn noch picobello sauber? Unser gerade nämlich auch nicht, weil das nämlich immer Pain in the Ass, Arbeit hochziehen ist. Und deswegen habe ich da nicht so viel Bock drauf. Also es kann vorteilhaft sein, eine Heißluftfritteuse zu haben. Man muss halt gucken. Wenn du jetzt ein 4- oder 6-Personen-Haushalt bist oder schmeißt da irgendwie kiloweise Pommes oder sonst was rein, weil du das brauchst, weil du sich viele hungrige Kinder hast oder viele hungrige Mäuler, dann brauchst du da nicht drüber nachdenken. Aber, es kann Sinn machen, wenn man ein 1, 2 oder maximal ein 3-Personen-Haushalt ist, dann kann das schon Sinn machen. In unserem Fall, wenn unser Backofen ausgibt, wie gesagt, ich schmeiße die raus und dann nehme ich mir eine Induktionskochfeldplatte, die ich mir hinstellen kann, wo ich will, und ich kann auch, keine Ahnung, auf dem Balkon grillen. Das ist mega geil auf jeden Fall. So, und jetzt würde ich sagen, springen wir mal wieder zum Hähnchen. Die ersten 20 Minuten sind rum und, ja, das kann sich doch schon mal sehen lassen. Aber ich würde sagen, wir machen nochmal 180, 10, genau, nochmal 10 obendrauf. Nachschauen. Ja, das kann ich schon sehr gut sehen lassen. Und nochmal 10. Ja, 40 Minuten sind vergangen und jetzt testen wir mal, ob das Ding durch ist. Denn wir brauchen eine Kerntemperatur von 80 Grad circa. Ich weiß nicht, ob ihr das auf der Kamera so seht. 80 bis 85 Grad brauchen wir. Gemessen wird immer an der dicksten Stelle, also in diesem Fall hier Brust. Und was haben wir? Na, er steigt noch. Nein, noch nicht fertig, sehe ich gerade. Also nach 40 Minuten, zumindest, wie gesagt, das liegt halt dran, wie groß das Hähnchen selber ist. Ich bin jetzt bei knapp 75 Grad. Und 80 bis 85 soll das haben. Wie gesagt, gemessen hier an der Brust. Ja, ihr seht es. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. So. Also muss es noch mal 5 Minuten rein. Und für alle, die kein Thermometer haben, was ich eigentlich nur empfehlen kann, tut es auch ein ganz normaler Holzspieß oder so ein Schaschlikspieß. Und zwar sollte man zwischen Brust und Keule, also sprich hier dazwischen, da sollte man reinpieken. Und wenn der Saft dann rosa ist, der da rauskommt, dann ist das Hähnchen auch noch nicht fertig. Es muss komplett klar sein, der Saft, der raustritt, dann ist es auch fertig. Wie gesagt, für alle die keinen Thermometer haben. Aber wir warten jetzt eben noch mal 5 Minuten und dann dünn dürften wir da sein, wo wir hinwollen. Auf ein neues. Insgesamt waren es jetzt 47 Minuten, glaube ich, die das Ganze drin war. Aber es sieht sehr gut aus, dass wir jetzt da ankommen, wo wir hinwollen. Naja, 79 Grad.
80 und steigt noch weiter. Perfekt. Also wie gesagt, ein Garthermometer ist schon sehr hilfreich dabei. So, das lassen wir eben mal ein bisschen ein Müh runterkühlen, bevor ich es da rausnehme. Und dann testen wir mal. Der eine oder andere wird sich wahrscheinlich auch schon zwischendurch gewundert haben, hä, wieso hat er das denn nicht umgedreht? Also sprich, es gibt ja einige Rezepte, die empfehlen, dass man das erst auf der Brustseite macht, damit man praktisch den Rücken durchgart und dann nach der Hälfte der Zeit einmal umdreht, damit dann die Brustseite vorne schön knusprig wird. Braucht man bei dieser Fritteuse nicht. Wie gesagt, es gibt verschiedene heiße Fritteusen. Diese hat aber diesen tollen Vorteil, dass sie ja unten auch noch eine Heizschlange hat. Deswegen kann ich mir das hier sparen, oder das können wir uns jetzt gleich angucken, ob ich mir das sparen konnte. Ich gehe aber sehr stark davon aus, dass ich mir das sparen konnte. Und eine super Funktion, die diese Fritteuse noch hat, die die anderen nicht haben, ist diese Roast-Funktion. Die haben wir schon bei den Fischstäbchen getestet. Und bei den Fischstäbchen ist es so, dass erstens fallen die nicht auseinander. Wie gesagt, ich habe immer das Problem, ihr kennt das wahrscheinlich auch, oder bei euch ist das ähnlich so, dass wenn man Fischstäbchen in der Pfanne macht, dann sind die erstmal viel fettiger, weil man viel mehr Öl braucht. Und meistens kleben sie dann wieder in der Pfanne fest oder sie fallen auseinander oder sonst was. Das funktioniert in der Heißluftfritteuse viel, viel besser. Grundsätzlich aber finde ich, bei Kindern mag das vielleicht noch egal sein, aber mir persönlich schmeckt es besser, wenn man Fischstäbchen auch ein wenig so mit einer Ölflasche so eine Mühschicht an Öl drauf gibt, weil die sonst sehr trocken werden. Das gilt wahrscheinlich generell für alle Fleischsorten in der heißen Fritteuse. Ganz ohne Öl, genau wie über Pommes, geht es dann auch nicht so. Und ich würde jetzt sagen, ich kann den Adler jetzt anfassen und wir gucken mal von allen Seiten genau hin. Also von oben sieht es ja schon mal sehr schnieke aus. Also da kann man jetzt nicht meckern. Schön knusprig auch. Und wir drehen mal um. Ich habe es jetzt ja wie gesagt nicht gewendet. Und so sieht es jetzt aus, wenn man es von unten macht. Er sagt, durch ist es auch, aber er sagt, aber hier ist eh sowieso am wenigsten Fleisch dran. Deswegen stört mich das jetzt hier nicht, dass es hier jetzt nicht ultra knusprig ist. Geht ja sowieso nicht, weil man es ja auch sowieso auf den Dingens liegen hat. Aber ich würde sagen, wir schnibbeln mal hier. Schnibbeln wir was durch. Ja, komm her. Und dann nehme ich mir eine Gabel. Sonst verbrenne ich mich noch wie Huli. Aber, jo, da kann man nicht meckern. Lecker, lecker, lecker. Jetzt mal hier was von. Ne, also seht, tippitoppi, durch. Hier schön die Haut. Und perfekt. Perfekt durch. Also halten wir abschließend nochmal fest, ein ganzes Hähnchen dauert je nach Größe zwischen 30 bis 45 Minuten ungefähr. Sagt, Kerntemperatur messen, ganz, ganz wichtig, wegen Salmonellen halt eben. Die Dinger kosten ja nichts. Könnt ihr mal die Videobeschreibung gucken. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Sehen wir uns dann schon wieder. Und bis dahin. Und tschüss, tschüss. Halt, stopp. Ich hoffe, du hast noch nicht abgeschaltet, weil ich wollte dir auch noch verlosen. Ich Trottel. Habe ich ganz vergessen. Genau. Habt ihr noch Fragen zur heißen Fritteuse? Dann ballert die mal in die Kommentare rein. Und auch sonstiges. Wie gesagt, ihr müsst jetzt keinen Hashtag verwenden. Dann verlose ich das unter einem von euch da draußen. Ich Idiot. Bin ja heute auch. Ich bin so auf Hähnchen programmiert. Ihr kennt das. Jetzt aber bis zum nächsten Video. Und tschüss.